Voilà, ich mir mal nur ein kleines Beispiel weiter. Die Klasse, einer lässt das schon präpariert, und wir wollen die Klasse nur fertig schreiben mit mehr komplizierten Methoden. Der Trick ist, ja, wenn es kompliziert geht, geht unser Verfahren beim Testen dementsprechend auch mehr aufwendig. Was verstehst du unter Testen? Wenn wir hier eine Klasse geschrieben haben, will ich die Klasse kompilieren. Schon gesehen, Kläppchen reindrücken, ja. Kompiliert, kein Fehler. Und testen hier in diesem Fall, materiert zum Maustast. Voilà. Nein, nicht klicken, just tippen. Just tippen. Mhm. Das tun wir. Das ist mal ein neues Objekt von der Klasse. Ah, den Objekt. Okay, den Objekt erstellen für die Methode zu testen. Ganz genau. Mhm. Und da kann ich die verschiedenen Methoden testen. An diesem Beispiel kann ich zum Beispiel den Konstruktor abrufen, ein Datum. Das sollen wir holen, halt sind wir den 22. Januar, das ist ja 1. Jahr 2014. Okay. Da habe ich ein Objekt erstellt mit den Attributwerten und da könnte ich dann theoretisch die verschiedenen Methoden abrufen. Zum Beispiel der GetDay, GetMonth, GetYear, da kriege ich die Resultate rein. Okay. Wir müssen aber hier ein bisschen mehr komplizierte Methoden, wie zum Beispiel den isLeap hier. Als den Daten, den ich abgetippt habe, ein Schaltjahr. Boah, die Methode könnte ich dann einfach dahinter schreiben, Knöpfchen oben drücken, Methode, der Name is lieb hier auf Englisch, das Resultat. Ja, geht schon immer, wo war falsch, ne? Wo war da falsch, okay. Ganz genau, Boolean. Das ist der Boolean, ich brauche keinen Kommentar. Hat noch Parameter? Denke nicht, du schaust mit Attributen rein. Ganz genau, wir haben ja die Attribute, wir haben schon okay, die verschiedenen Informationen. Ja. Ich brauche nicht dafür. Voilà. Ja. Die scheiß Methode hat die heutige Signatur, ein Boolean als Resultat, kein Parameter. Am Anfang brauche ich das Jahr als Attribut, ja. Information, wir schaffen das mal. Ein Resultat Boolean bedeutet automatisch werdende Methode. Aber ich muss das Schlüsselwort Return gebrauchen. Ganz genau. Ja, und das schreiben wir direkt hin, am kleinen Tipp. Boolean Res. Also haben wir dann eine Zwischenvariable, okay? Das ist ein gut gewünscht. Ja, ja. Ist so ein, ist schon den noch nicht programmiert. Wir sind am Gängen. Ja, da so ein paar Default als Auffangswert als ein Niveau. Die Methode geht immer, das geht halt ja. Okay. Ich muss ja noch programmieren und das testen. Das will man noch nicht weisen, ne? Bis du die isLeap hier programmierst. Ja. Das soll der Student selber machen. Ganz genau. Dasselbe geschieht auch dann mit den anderen Methoden, to string, is valid und so weiter. Okay. Tipptopp, das ist das Prinzip von der Klasse. Wir wollen aber nur den isLeap programmieren, los. Ja. Dann muss ich auch wenn ich eine Änderung mit der Methode machen, dann muss ich hingehen, kompilieren, neuen Objekt erstellen, mit einem bestimmten Datum. Ja. Und dann dasselbe mit einem zweiten Datum, den zum Beispiel kein Schaltjahr ist. Ein dritten Datum, den RIM ein Schaltjahr ist. Das ist mühsamer. Mühsam. Das ist mindestens 7-8 verschiedene Jahre testen, für sicher zu sehen, dass meine Funktion geht. Ja. Die Methode muss ich dementsprechend oft testen. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz mühsam. Mhm. Da geht dann von der professionellen Welt etwas anderes. Entwickelt sich mir mein ganz einfach ein Programm, den das für uns testet. Ja. Wir machen eine neue Klasse für unser Programm zu machen. Das hat man nicht oft. Das hat man nicht oft. Ich meine eine zweite Klasse dabei. Normal, der Knöpfchen, Klasse. Das heißt, das ist eine Spezialklasse. Die gehört nicht zu der Aufgabe per se. Die Aufgabe ist, ein Datum analysieren. Nicht ein Datumsklasse analysieren. Die hat dann einen speziellen Namen. Wir nennen die ganz oft Test und dann den Namen von der anderen Klasse. Da wirst du was gemeint hast, ja? Das ist, wir haben Analyze Data, dann ist hier Test Analyze Data. Der Rest bleibt. D'accord? Das ist normal Klasse. Ja. Selbstverständlich. Und Kommentar. Kommentar. Was ist der Kommentar? Denk nicht einfach, du testest ja eine Klasse, genau. Sie, notre Klasse. Funktion. Okay. Das ist das Tor. Ja. Voilà. Das ist ein Effekt. Ich meine, den da ganz proper für einen kleinen Rappel. Und sie haben TG. Voilà. Und dann den Umstand in dem Fall ja, okay. Ganz. Ja, okay, da sieht man nur einen anderen. Das ist ein kleiner Rappel. Okay, das ist kein Problem. Voilà. So. Jo. Das ist das Prinzip. Die so eine Klasse haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ei, wir haben aber hier nicht gemacht, was wir bis jetzt noch nicht hatten.
ich muss für so eine Testklasse, also besser, muss nicht sein, muss ich den Main-Methode tun. Ja. Ich möchte lieber mir einfach mal das machen. Ja, hast du auf nicht geklickt. Voilà. Da kommt, ah. Et muss ich das nicht tun, es geht auch ohne. Ja. Mit möchte lieber wirklich viel mehr einfach, wenn ich das möchte. Da brauchst du so ein Knöpfchen zu drücken, und dann geht es. Okay. Oh, wenn ich das aber schon hört, ich kann nicht das zu machen. Ja. Du gehst doch auch immer einen Trick 17. Okay. Ich meine, ich hänge in Klasse rum. Aha. Die Nummer ist egal. Ach so. Aber unbedingt das durchklicken. Mhm. Einfach okay drücken. Ich muss mal in Klasse mit dem Nummer. Das interessiert mich nicht. Mhm. Das mich interessiert, dass du den heute Blockcode. Ah, ja, du willst just das. Du Copy-Paste davon machen. Ganz genau. Okay. Dann meine ich Copy. Ich hoffe, dass das die richtige war. Ja, Command C, Mac, genau. Und dann Command C, Command V. Yes. Spiele ich just noch mit der Indentation. Voilà. Okay, so. Okay. Par Default, den heute, also einfach auf Englisch, kann ich losen. Wow. Also mal richtig, ne? Ja, also mal richtig. Aber ich will den auf Französisch schreiben, wie das in dem Weg. Programm, de Test. Hey, testen nicht mehr. Mhm. Durch den heute Methode wird man füllen, für die eine Klasse zu testen. Ja. Der X6, was meinst du mal da? Ja, weg. Ganz genau, die brauchen wir nicht mehr. Ja, remove, jetzt klick. Jetzt klick, remove Class. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. Willst du? Ja. Ja. Doch am nächsten Mal, meine ich, merke mir raus, dass man einfach den Menü klicken, wenn wir seinen Testklass machen. Ganz genau. Der Reflex aus, wir merken. Nein, das ist okay, Problem. Wenn ich vergesse, muss ich wissen, wie ein bisschen Face fällt. Ja. Das speichern. Mhm. Im Prinzip. Voilà, das ist der ganze Trick. Aha. Ja. Lo fehlt etwas am Java, was man nicht gesehen hat. Aha. Ich kompiliere den Keier. Okay, das ist noch alles. Ich gehe heute noch immer bei meinem Underline-Starter, den Original-Klasse, wenn ich ein Objekt davon will machen. Da gehe ich mit der Reihe zum Ausklick, eng Möglichkeit. Da steht hier oben etwas geschrieben. New Underline-Starter, da steht darum den Namen von unserer Klasse, mit drei Parameter. Der Befehl New, am Namen von der Klasse, ist auch der Befehl, den wir am Java gebrauchen, für einen neuen Objekt zu machen. Das ist der Konstruktor, nicht installiert. Das ist der Konstruktor, ne? Okay. Am kleinen Wort New. Ja. Das wird so, bauen wir einen neuen Objekt. Okay. Und genau das gebrauchen wir heute dran. Mhm. Wie geht das? Wir definieren eine Variable, die als Typ den Namen von der Klasse wird. Klasse ist Analyze Data, dann ist also ein Typ Analyze Data. Mhm. Schlüssel wird manchmal einfach D, wird so ein meine Variable heißt D, und die Variable beinhaltet Objekten. Mhm. Wie wir schreiben das dort? Bei D ist gleich. Mhm. Und wir schreiben das, was wir von vier gesehen hatten. Ja. Den New. New. Den Nummer von der Klasse. Control ist Pass. Mein Parameter drauf schreiben. Hier fehlt drei Zwillen. Da, Mond. Ajo, muss ich schreiben nicht. Mhm. Den zweiten. 22. Januar würde ich schreiben, 2014. Okay. Das ist das, was ich viel drin getippt hat. Ja, ich wusste eben, dass ich da ein Formular ausgefüllt habe und das schreibe ich jetzt. Ja. Voilà. Und dann schreibe ich. Mhm. Der ist drin schon ein Objekt gemacht, den du möchtest. Ja. Okay, da kann ich noch nicht viel aufhängen. Ich muss ja auch das Resultat gucken, ob es geht oder nicht. Dafür brauchen wir systematisch ein Print. Mhm. Für Sachen zu testen und das Resultat zu printen. Wir wollen nur die Methoden testen, ob sie funktionieren oder nicht, aber da printen wir systematisch das, was wir reingehen und das, was wir rauskriegen. Mhm. Für das Beispiel hier, was das wichtig ist, das ist ein Datum. Okay. Die printen ich nach einmal, für sicher zu sehen, dass ich ihn auch kontrollieren kann. Das ist ein Datum, den ich als Objekt habe, aber das dann den Astdat oder Astdat nicht, ist halt ja. Okay. Da kann ich das so schreiben, Gänsefüßchen, D ist gleich, ist gleich. Mhm. Da schreiben wir ein Datum dahinter. Da steht dann D. Punkt, da fehlt der Plus. Plus, ja. Plus. Mhm. D. Get Day. Plus. Da haben wir schon den Tag. Gänsefüße. Punkt. Datum sind ja mit Punkten separiert. Decidieren nicht so, wie das dann heute zu printen. Get Month. Da weiß man den Mount. Der Punkt. Und. Tja, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich kann die durch klassische Vincent Methoden testen. Okay. Okay, nun will ich aber den isLib testen. Weil dann meine ich das selber. D.
Den Namen von der Methode. Islib. Hier. Ja, ich folge sehr gern Klammern. Ich denke, eine Frage, die Nufänger sich heute stellen, weil das nämlich weh ist, als für was schreibst du nicht d.day? Weil? Den Parameter, ja. In diesem Fall den Attribut day, mhm. als private. Ah, ja. Ich kann den nicht das außerhalb. Das war express gemacht. Ja. Voilà. Mhm. Wir dürfen den nicht einfach so dafür ändern. Dafür muss ich dann eben, dafür hast du Getter und so ja. Ganz genau. Mhm. Schon einen Fehler getippt. Unbewollt, wir schlussen den Muster, ob die Leute ihn erkennen. Ich kompiliere mal. Okay. Oh. Cannot find symbol. Schlecht. Sind da viel do. Die Fehler kennt bei ganz vielen Leuten lo wahrscheinlich vier. Hier steht D. Punkt. Für was? Für zu sagen, ich will die Methode get month ob ja. den Objekt, den am D gespeichert ist. Ja. Wenn ich just get ihr antippen, da versichtieren den Methode get ihr an der Klasse. Klasse. Und es gibt keinen. Hier gibt es keinen. Okay, voilà. Ganz genau. Ich muss schon den Namen von Objekt hinschreiben. Ah, ja. An dem Fall die Variable, die den Objekt beinhaltet. Ja. Ganz genau, das tun wir schnell vergessen. Mhm. Das kann ich den heute noch kompilieren. Mit ein bisschen Glück muss es gehen. Da kann ich den auch direkt heute testen. Mit einem geringen Knäppchen. Für zu sagen, start okay. mein Programm. Ich brauche mal keine Methode. Kein New zu machen. Das ist der vierte, den habe ich den allein. Ich brauche heute nie etwas anzugehen. Das ist etwas ganz Spezielles. Ja, das ist mein Name, genau. Da kriege ich euch gesagt, dann steht, okay, den Datum, den 22. Januar 2014, den geht als false, das heißt, das ist kein Schaltjahr. Ja. Okay. Wie testen ich dann den Rest? Ich gehe hin, ich mache eine Copy, schafft heimat der Copy-Paste, für das immer dasselbe den Prinzip, Paste, und ich gehe hin mit einem anderen Datum. Das wollen wir holen, den 22. Februar 2004. Das war Schaltjahr im Englisch, hä? 2004 müsste laut der Regeln Schalter gewesen sein, ja. Ich kompiliere das. Starten den. Da kriegen wir den 22. Januar 2014 als Keylipje, den 22. Februar als auch kein. Ja, oh. Okay. Du hast ja die cleveren Algorithmus noch gar nicht geschrieben. Ne? Ah, ganz genau. Es steht noch immer halt dran. Haben wir ein bisschen gefuddelt, hm? Aber ich hatte dich die vergessen. Nein, geht nicht mehr. Da steht nachher mal das okay, false. Ich muss den halt programmieren. Das ist to do ja. programme ja. le test l'année bisextile. Mhm. Le test test de l'année. Das kommt mühsam mit. So in that man. Ja, das ist wirklich mühsam, ja. Okay, wir haben so eine Lektion gehen, um die Testklasse viermal lieber mit mir einzeln zu machen, indem ich nicht jetzt klick, bis ich krank bin. Ja. Aber wie viel der Datum soll ich dann da hinnehmen? Tja, naja, all die schon mal im Blatt stehen, man, die waren schon mal relativ clever gewählt. Ganz genau. Auch noch immer Beispiele, wo keine Limiten dran sind, wo fehlerhafte Sachen dran sind. So viel genau. wie möglich. Ja. Aber nicht so viel, weil das geht auch immer unübersichtlich. Mhm. Theoretisch müssen da so viel dran machen, dass wirklich kann testen, wenn ich alle Möglichkeiten abschafft. Ja. Heinz, das ist aber nicht möglich, weil es unendlich Möglichkeiten gibt. Mhm. Das heißt, wir alle möglichen Daten bis unendlich. Ja. Das geht ja nicht. Wir wissen, die paar Regeln, die dafür bestehen, die brauchen wir schon zu testen. Das gibt dann alle so die Fälle, andere Schaltjahren, mit Spezialschaltjahren, paar hundert Jahre vorher und paar hundert Jahre danach. Und das geht dann im Prinzip dann durch. Ja. Ich meine, also bei einer Testklasse, mir ich meine, das wird mir heute gewesen und gilt ja im Prinzip immer dann, wenn ich mit mehr Klasse schaffe, wo die eine Klasse Elemente braucht von der anderen. Aber man muss getestet gehen, ja. Ja. Aber getestet oder auch in einem anderen Kontext, mir ich meine, das sprengt den Kader von der Klasse an für den Ansehen. Ne? Mhm. Ja, das ist okay. Der Prinzip. An den Leuten, der weiß, wie sie schaffen, sollen unbedingt für die Methode ist valid, für zu checken, ob ein Datum gültig ist, muss ich mit dem heute machen, weil da sind Möglichkeiten. Ja. Viel mehr groß. Da geht es mit einem Rätsel ausklick. Ja. Absolut. Immer dann, wenn ich merke, ich brauche 3, 4, 5, weil mehr wie Objekte, die ich muss machen, für irgendetwas zu testen, ich meine, das Datei. Ja. Halt Methode für das hinzukriegen. Und das ziemlich schnell erledigt und geht auch ziemlich einfach. Ich denke schon, jo, ich meine, das war ja der Woche schon für die kleinen Testklasse, wie bauen ich eine Testklasse. Und ich meine mir so, merci für das Nullerstrand.